Deutschlandradio Kultur. Achtung! Alle Mann an Deck! Die Leinen los! Wir stechen im See! Ich bin Elmar und sag Hi, Hallo und herzlich willkommen zum Musiktag. In unserem naturgeweihten Monat machen wir uns heute auf eine Reise übers Meer. Eine Musikreise nach Madagaskar. Ich weiß, dass Madagaskar eine Insel ist und da gibt es viele schöne Tiere. Welche Tiere das sind und wie sie sich in der Musik bemerkbar machen, das hört ihr heute in der Sendung, in der ich auch noch neue Klangohr-CD-Tipps für euch habe. Und wie jeden Tag im April stellen wir euch heute einen Menschen vor, der beruflich mit der Natur zu tun hat. Und wo wir heute ja wieder übers Meer reisen, ist das genau der Richtige. Frank Schweikart heißt er und er ist Meeresforscher und Kapitän und er liebt natürlich das Meer. Warum haben Sie sich für einen Beruf entschieden, der so eng mit der Natur verbunden ist? Weil ich nichts schöner finde als Naturerlebnisse, draußen zu sein, die Wunder der Natur zu erleben, zu genießen. Und da finde ich insbesondere das Meer so richtig fantastisch mit seinen vielen Gesichtern, mal ruhig, mal still, mal stürmisch und unbezwingbar. Aber in der Summe hat das Meer irgendwas Mystisches und bleibt immer spannend und wunderbar. Was fasziniert Sie an der Natur? Insgesamt ist die Natur ein wunderbarer Lebensraum, den man beobachten, erleben kann. Ein Regenbogen über dem Meer ist fantastisch. Der Geruch des Meeres ist schön. Und was mich an der Natur fasziniert, sind vor allem ihre Kreisläufe. Alles hat einen Anfang, ein Ende, ohne dass irgendwie Müll erzeugt wird. Es gibt ganz große natürliche Kreisläufe wie im Meer die Ozeanströme, den Golfstrom. Sonst könnten wir hier bei uns in Europa gar nicht baden gehen, sonst wäre es viel zu kalt. Die Natur ist ein ganz hervorragendes Vorbild. Und das fasziniert mich, dass die Natur uns eigentlich vormacht, wie man im Leben wirtschaften müsste. Was lernen wir von der Natur? Wenn wir schlau sind, lernen wir von der Natur eigentlich alles. Denn die Natur macht uns vor, wie man vernünftig mit den Ressourcen umgeht. Wir können aus der Natur, von der Natur, von Tieren lernen, wie man ganz fantastische Werkzeuge herstellt. Wir lernen von der Natur, wie man Autos und Schiffe so baut, dass sie möglichst schnell sind und ganz wenig Energie verbrauchen. Und wir lernen auch, wie man beispielsweise die Sonnenenergie so benutzt, dass wir mit ihr Nahrung erzeugen können oder die Energie der Sonne in Arbeit umwandeln. Was lieben Sie an Ihrem Beruf? Ich finde eigentlich das Allerschönste, in der Natur arbeiten zu dürfen. Wenn man den ganzen Tag am Computer oder im Büro sitzt, dann entfremdet man sich so ein bisschen. Man kommt weg von der Natur. Das Schöne ist, mit unseren Filmen und Reportagen, die wir direkt vom Schiff machen können, erleben wir als Team die Natur und können davon vielleicht über die Medien, über das Radio, über das Fernsehen den Menschen zu Hause auch ein Stück Natur geben und sie motivieren, vielleicht auch mal wieder nach draußen zu gehen. Kennen Sie einen Spruch, eine Liedzeile oder ein Gedicht, das Ihnen sehr lieb und wert ist und Naturverbundenheit ausdrückt? Ein Song kommt mir da in den Sinn, und zwar von Neil Diamond zur Möwe Jonathan. Das ist auch ein sehr schönes Buch. Neil Diamond singt Bee. Das ist Englisch und heißt aufs Deutsche übersetzt einfach sein. Beispielsweise einfacher Meer sein, einfach nur hinschauen und genießen. Das kann so schön sein wie Musik oder ein Gedicht. Und wenn ihr Lust habt, selber mal als Meeresforscher in See zu stechen, dann geht mal auf www.meereswettbewerb.de. Noch bis zum 15. April könnt ihr euch da bewerben und mit etwas Glück bei einer einwöchigen Forschungsreise auf dem Forschungsschiff Aldebaran dabei sein. Und wenn euch das jetzt zu schnell ging, auf www.kakadu.de findet ihr natürlich wie immer alle Infos. Und ganz ohne Bewerbung könnt ihr jetzt bei uns im Kakadu bei einer Musikreise dabei sein.